So, wir machen heute die Bauchmuskulatur. Wir beginnen mit dem rückengerechten Runtergehen zum Boden. Das ist mir ganz wichtig. Danach werden wir eine Übung für den geraden Bauchmuskel machen. Danach für den Pyramidalis, das ist ein kleiner Bauchmuskel, der ist sehr schwierig zu trainieren. Und dann werden wir über den Seitstütz die seitliche Taille formen. Auch sehr interessant, bis zur Königsklasse im Seitstütz das Ganze bewegen. Rückengerechtes Runtergehen zu Boden heißt, wir machen einen Ausfallschritt, legen unsere Smoothies hier auf die Oberschenkel, gehen dann in die Knie, setzen die Oberarm ab, setzen das Bein nach hinten und dann könnt ihr natürlich frei wählen, ob ihr jetzt erst Rücken- oder Bauchübung machen. Wir machen jetzt die Bauchübung, können wir uns jetzt seitlich absetzen und dann über die Seite hinlegen, abstützen immer noch für Leute, die Rückenprobleme haben, seitlich und auf den Rücken drehen. Bei einem geraden Bauchmuskel ist einfach wichtig, gibt zwei Varianten. Die Leute ziehen immer am Kopf. Mir ist wichtig, die Hand hinter dem Kopf, eine Seite. Die Nase zeigt bei der Übung immer zur Decke. Ganz, ganz wichtig. Die Smoothies auf den geraden Bauchmuskel aufstellen. Füße anstellen auf die Ferse. Ganz wichtig. Und jetzt könnt ihr zwei Varianten wählen. Entweder ihr arbeitet mit dem Smoothie, mit der Bewegung. Das heißt, diese Geschichte hier. Bauchnabel beim Hochgehen einziehen. Nicht rausbludern lassen, was die meisten machen. Das wäre die Möglichkeit. Oder die geraden Bauchmuskeln doppelt reizen. Das heißt, ihr bewegt den Smoothie schneller wie im Rhythmus. Das heißt, einfach unabhängig von dem, wie ihr nach oben geht, wird der Smoothie bewegt. Und dadurch habt ihr eine größere Reizung in der Bauchmuskulatur. Also nicht im Rhythmus, sondern unabhängig davon bewegen. Auch gleichzeitig fürs Gehirn eine tolle Übung. So. Das ist für den geraden Bauchmuskel. Gehen wir über in den unteren Bauchmuskel, wo es sehr schwierig ist. Die Endposition wäre eigentlich diese, dass man die Fersen zur Decke schiebt. Das ist eine untere Bauchmuskulatur, eine kleine Gruppe. Da haben wir jetzt noch unsere Smoothies, die setzen wir natürlich noch so ein, dass wir, wenn wir vorschwingen, heben wir den Bauch an und wieder zurück. Das Ganze sieht dann dynamisch im Endeffekt so aus, dass ihr wirklich die Fersen zur Decke schiebt. Ist eine unheimlich anstrengende Übung, aber sehr intensiv für die untere Bauchmuskulatur. Wenn ihr am Anfang nicht so ausgeprägt seid, könnt ihr auch starten. Kurzer Hebel, das heißt, die Knie zur Decke führen. Einfach probieren. Kleine Anhebung im unteren Bereich und dann die Smoothies natürlich dann auch in dem Bereich einsetzen. Seitlich gesehen drehen wir uns jetzt auf die Seite. Da gibt es ganz tolle Varianten. Vom Einfachen zum Schweren. Es wird immer Leute geben, die in dem Bereich nicht so ausgeprägt sind. Da könnt ihr wirklich kommod beginnen. Das heißt, ihr legt euch auf die Seite, ihr denkt, ihr schaut Fernsehen, macht aber schon eine tolle Übung. Das heißt, eine statische seitliche Bauchmuskulatur und in Smoothie-Form Körper schwingen. Kurzer Hebel, Anspannung, merkt ihr schon die seitliche Spannung. Wenn ihr das Ganze steigern wollt, dann langer Hebel nehmen. Auch wieder Beine hoch anheben, schwingen und hier merkt ihr die Spannung in der seitlichen Muskulatur. Das wäre die statische Variante. Aktiv heißt natürlich, ihr geht her über Kopf, unten starten, auf und nieder. Nicht ganz absetzen, sonst verliert ihr die Körperspannung. Immer schauen, dass die Beine leicht in der Luft bleiben.